Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. So, hier fehlt aber noch was. Ich habe mir wieder mal Kaktusfeige bestellt und ich habe mir auch bestellt für meine Freundin grüner Tee Limette. Fand ich jetzt so im ersten Augenblick vom Namen her, aber es ist ultra lecker und ist schon so gut wie alle. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt mehr als Kaktusfeige getrunken und heute bestelle ich auch nochmal 5 verschiedene Sorten. Da werde ich euch demnächst nochmal ein Video machen, was ich mir da alles bestellt habe. Dann habe ich eine Luftpumpe, eine kleine, bestellt für das Fahrrad von meiner Tochter. Ja. Weil ich finde die alte Luftpumpe nicht mehr. Ich hatte vorher so eine große, was am normalen Fahrrad man früher so ranklemmen konnte. Ich finde die nicht mehr. Die ist selten Umzug weg. Ja, und da habe ich jetzt wieder mal eine neue gebraucht, weil jetzt geht es bald wieder raus mit Fahrrad. Und deswegen eine neue Luftpumpe. Und die ist auch clean. Die kann ich auch mal im Rucksack oder so verstauen. Besser als so ein großes, lange Ding. Dann eine Taucherbrille. Habe ich bestellt. Die hat 44 Euro noch was gekostet. Bin mir nicht, doch 44 Euro noch was. Und zwar für mich und für meine Freundin. Und meine Freundin fährt dieses Jahr in Urlaub und da braucht die auf jeden Fall, denke ich mal, eine Taucherbrille. Und das ist eine schöne große, weil ich vertrage auch die Kleinen nicht. Das tut mir mal so weh und dann kommt da trotzdem Wasser drin. Und die ist dann halt für uns beide geeignet. Die kann sie mit in Urlaub nehmen. Und ich, wenn ich dann im Sommer mit meiner Tochter an Strand gehe, beziehungsweise baden fahre an See, kann ich dann mit meiner Tochter wenigstens vernünftig tauchen. Weil da in dem See ist jetzt momentan etwas dreckig, das Wasser. So, dann habe ich gekauft Patex Alleskleber. Ja, seht ihr das? Ja, zweimal habe ich das gekauft. Ja. So, und dann können wir das wieder wegpacken. Und dann kommt noch was ganz, ganz Großes jetzt. Da muss ich aber vorher noch ein bisschen was erklären. So, ich habe denn mir nämlich noch sowas geholt. Das sind Amazon-Gutscheine. So, seht ihr das? 100 Euro. Und ich hatte ja schon auf meinem Amazon-Konto immer Geld gespart. Das heißt, immer wenn ich einkaufen war bei Netto, ich gehe mal bei Netto einkaufen, mit dem Gelben, da gibt es auch diese, da habe ich auch die Silbernen diesmal her, sonst habe ich mir immer 25 Euro geholt, das sind die Weißen, schwarzes 50 Euro und ja, jetzt habe ich, weil meine Tattoo-Sitzung ich diesen Monat oder beziehungsweise vorigen Monat nicht machen konnte, habe ich mein Tattoo-Geld, etwas von meinem Tattoo-Geld genommen und habe mir zweimal so eine für 200 Euro geholt, ich hatte ja schon etwas drauf. So, hier ist noch was, aber das darf ich nicht zeigen. Das sind Schuhe für meine Freundin. Das möchte sie aber nicht, dass das gezeigt wird. Ja, warum habe ich so viel Geld auf mein Amazon-Konto aufgeladen? Dafür. Da kommt jetzt auch gleich nochmal ein separates Video. Das ist nämlich meine PS4 Pro. Glaube ich, hoffe ich, weil die müsste heute kommen. Habe ich auch lange gebraucht. Ich muss sagen, ich habe die am 9.2. bestellt. Heute ist der 22.2. Die war erst ewig nicht lieferbar und dann hat die auch am 16. habe ich die Nachricht gekriegt, dass er verschickt wird und da ging auch das Geld ab, beziehungsweise halt ja vorher schon per Gutschein und dann waren noch ein paar Euro waren noch offen, was jetzt vom Konto abgebucht wurde. Ich hatte 150 gespart oder 175 gespart auf meinem Amazon-Konto. Dann die sind bei 375, ja 25 Euro oder so müssten sie jetzt noch vom Konto abgebucht haben. Am 16. haben sie sie verschickt, heute erst gekommen. Also das war echt wirklich, wirklich lahmarschig. Ach Gott. Also bin ich von Amazon ehrlich gesagt auch nicht gewöhnt, dass es so lahmarschig ist. Entschuldigung. So. Und das ist die PS4 Pro. Da steht's, PS4 Pro.
Ich bin happy. 1 Terabyte-Version Jet Black. Kommt sowieso, die Terabyte kommt raus. Ich hau von meiner normalen PlayStation 4 die 2 Terabyte rein. Da werde ich auch nochmal ein separates Video machen. Also ich werde jetzt mehrere Videos machen. Einmal werde ich jetzt ein direktes Unboxing zur PlayStation 4 Pro machen. Dann werde ich einen Festplattentausch machen und halt, ich weiß nicht, ob ich dir zeige, wie ich mein Konto auf der PlayStation 4 deaktiviere, obwohl momentan, nee, brauche ich nicht. Und dann natürlich wieder die Portfreigabe, beziehungsweise ich will ein Video machen, wenn ich sie angeschlossen habe, wie schnell sie ist. Vom Down und Upload her. Und dann gebe ich die entsprechenden Ports frei. Und dann machen wir nochmal einen Geschwindigkeitstest. Und dann sieht man das vorher, hinterher, wie schnell sie ist. Und wie gesagt, die neue Festplatte kommt ja auch rein. Oder ich haue die SSHD 1 Terabyte rein. Ich weiß es noch nicht. Ich denke mal, die 2 Terabyte weg rein klatschen. Dann werde ich die Beta-Software aufspielen. Und dann werde ich dann so auch nochmal ein Video machen zur Beta-Software, weil da gibt es den PS4 Pro Boost. Den werde ich euch hier dann zeigen. Der soll dann wohl aus Spielen, die nicht PS4 Pro unterstützt sind, zum Beispiel Assassin's Creed Black Flag, Mafia 3 glaube ich auch, weiß ich jetzt nicht so aus dem Kopf, nochmal einen Boost kriegen, damit die nochmal ein bisschen schöner aussehen und ein bisschen runder aussehen. Aber die ist echt schwer, muss ich sagen. Aber ich bin happy. Meine PS4 Pro ist da. Und das heißt für euch natürlich, die nächsten Streams, die ich machen werde, werden in 1080p 60 FPS sein. Da werdet ihr euch bestimmt freuen. Ich bin auch happy. Jetzt fehlt mir nur noch die VR-Brille. Das wird als nächstes gespart. Also ich habe jetzt hier mehrere Monate gebraucht, logischerweise, um mir die zusammenzusparen. Das heißt nicht, ich packe mal so 400 Euro auf den Tisch. Nein, ich habe dafür mehrere Monate gespart. Seit November habe ich angefangen zu sparen. Ja, eigentlich Ende Oktober schon. Das heißt, die kostet genauso viel wie die VR. Die VR kostet auch 399. Also kann ich da natürlich auch noch mal ein paar Monate rechnen mit sparen. Und momentan ist meine Tochter jetzt erstmal wichtiger, weil da kommt das Judo-Camp jetzt, also wird es natürlich noch ein bisschen was länger dauern. Aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall hole ich mir VR. Und damit werden wir dann demnächst Resident Evil weitermachen. Ich habe mir nämlich ja den Season Pass geholt. Alle beiden DLCs sind, also 2 DLCs sind ja schon da. Die kann ich dann schön mit euch in 60 FPS streamen. Ich freue mich, ich bin happy. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich jetzt in Zukunft 60 FPS streamen kann. Ja, ich verabschiede mich jetzt hier erstmal und mache jetzt gleich das Unboxing-Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.